Da 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 da. Ba da da da. Ba da da da. Sorry, I was just a little wild. Da 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 da. Ba da da da. Ba da da. Okay. Kameras ab, bitte. Läuft. Das ist die Klo-Szene, die erste. Micky, bitte klatschen. Und bitte. Hilfe! Ich will nur spielen, Michael! Hilfe! Das wollte ich euch sagen. Das ist der Hugo da hinten mit den Hörnern. Der Kleine mit dem Schwarzen. Geht. Der Kleine mit dem Schwanz, Michael, der meint dich. Ich hatte eine gefächerte Kohlrabi zum Mittag und dann haben die Beine das Gewicht nicht mehr getragen. Was hattest du zum Mittag? Gefächerte Kohlrabi. Ja, sicher. Gefächerte Kohlrabi. Ja, die hat sich Hanf. Kennst du Hanf hier? Die so hat sie sich einpflanzen lassen. Michael? Was denn? Sie war noch nicht bei dir. Wir könnten jetzt hier eine schöne Folge. Ja, wenn das so ein Pum-Pum ist. Schöne Folge. Stimmt, stell dir mal vor, stell dir vor, das wäre jetzt so ein Ding gewesen, wo man einfach. Wir könnten ja jetzt eine schöne Folge Hostel drehen. Du setzt dich jetzt einfach hin und ich bohr dir ins Knie. Wir haben noch eine Menge, aber ich kann nicht fahren und sprechen gleichzeitig, merke ich. Ich überlege gerade. Aber wir können ja ein paar Schnittbilder mit tollen Eisgrundstücken machen. Was sehr schön war, ich habe das mal gesehen, jetzt wird es im Big Brother Container. Michael. Ja, den habe ich mal reingesippt. Okay. Ich gucke ja kaum noch fern. Ja, ich lese auch über inzwischen. Ich habe ja gar keinen Fernseher. Nee. Es tut einfach gut, wenn man. Lassen Sie doch mal die Kinder nach vorne. Jeder kriegt ein Autogramm. Was gibt's denn hier so für Gerätschaften? Weißt du, warum ich nie Automechanikerin geworden bin? Nein. Du hast doch nicht mal einen Führerschein, Stefanie. Nee, aber ich finde, Schmutz lehne ich grundsätzlich ab. Soll ich dir mal zeigen, wie ich das kann? Ja! Toll! Was? Toll! Lass uns mal an der Bande treffen, ich komme nach! Wichtig ist aber, dass man einfach elegant gleitet. Ich habe eine Pirouette gemacht! Warte! Pass auf! Mit Effekt! Du hast aber wirklich also ganz gute Figur in so einer Buchse. Aber eigentlich grundsätzlich schönes Haar. Das kann man grundsätzlich sehr schönes kann man sagen. Haar. Schön, sehr schön. Sie ist ein schöner Blondton. Bitte? Lisa und Lotta. Lotta. Lieber ich sag mal. Esel. Lotta, mein. Die Lotta, es ist mein Accessoire. Wir müssen. Ich kauf dir auch so einen Schal, bitte. Das ist nämlich der Klamottenneid bei Frauen, merkst du das? Nur weil dir jetzt mal aufgrund von verbotenen Präparaten die ein oder andere Fussel wieder auf den Kopf gewachsen Doping ist. Doping fürs Haar. Also jetzt kommst du zu dir, jetzt kriegst du nämlich deine Abreibung. Finger weg vor meinen Haaren. Hilfe! Hilfe! Doch, ruhig reingreifen. Ja. Oh, ist das gemein. Oh, bitte nicht, das ist... Dünnes Haar, ne? Ja, aber wenn ich jetzt, guck mal. Viele Haare, ne? Ja, weitermachen, bitte. Und ich hänge mich mit diesem Haken in alle Zimmer. Nein. Hängst du dann in Hostel, auch in Hostel hängst du dann so. Da. Und sie sind sich sicher, dass das hier das Richtige ist. Okay. Ich glaube, wir werden albern. Ja. Und machen Sie irgendwas, um uns zu retten? Ach, das ist aber wirklich, ja, ich habe volles Haar. Das heißt, sie hat gesagt, viele Haare und sie wollte dir wahrscheinlich nur an die Brüste fassen. Hat sie die am Hintern mitgezählt? Ja, ja weiß ich. Du, sicher? Ja, bitte. Na, bitte ich wollte dir nicht ins Wort fallen. Nein, mach du. Nein. Ja, ich will wirklich nicht. Also, mach du bitte. Wie ist das denn so eigentlich mit dem Thema Rasur? Mit dem Thema Rasur? Mhm. Bei Männern? Ja. Ist schon, da macht man ja einige Meter, wenn man... Ne? Also sieht ja größer aus, wenn man rasiert ist. Ja, aber nicht komplett, oder? Ich finde, als Mann finde ich das... Nee, meinst du so ein bisschen Mäcki eher? Ja, ich finde, man kann ja ein bisschen auf gewisse Dinge etwas achten. Ein Knallergag nach dem anderen. Nein, das ist ein Jagd den anderen. Feuerwerk. Ja. Ist, da ist, also, die überlappen Brichst sich teilweise schon. Ja, und wiederholen sich auch. Ja. Ja. Ne, schon, das ist schon ein bisschen wie damals mit der Grit Böttcher und dem Harald. Ja, so ein bisschen so. Ne? Nur großartiger. Nur noch mehr. Ja. Ja. Danke. Ja. Tschüss. Mir ist so kalt. Ich finde ja, Haare auf der Brust ist das Schlimmste, wo geht. Ja, ne? Ganz wichtig. Habe ich ja Glück gehabt. Hast die sehr? Sind mir ja quasi komplett alle in die untere Körperhälfte gerutscht. Deswegen kann ich mich auch nicht komplett, weil das sieht aus, als hätte ich so eine Naturunterbuchse an. Hast du einen Schimpansenhintern?
Ja, das geht noch. Geht noch? Geht noch. Ja, das aber, wenn sie nicht da auch, also das muss schon, aber Brust geht überhaupt nicht. Nein, aber ich finde halt auch, und das darf man ruhig, der Mann sollte auch der Mann sein. Also ja, auch, finde ich auch beim das Sex. Das natürlich, auch. Das ist eine Ja, man ganz wichtig. Mal auch man mal, muss mal zupacken. Ne? Ja, man, mal zupacken. Nicht dieser Streichelscheiß. Also, du wirst mir ein bisschen vulgär, Stefan. Merke ich auch. Merkst du selber, ne? Ja. Das ist so ein bisschen, weil du zu lange halt in so einem die Büro. Klappe. Das ist eine gute Idee. Das ist eine sehr gute Gelegenheit. Analfotzen, Paul. Halt die Klappe, Stefan. Entschuldigung, nee, das ist Michael. Wirklich, das ist es ist mit mir durchgegangen. So vulgär. Aber wo bleibt der Spaß, Michael? Guck einfach kurz weg. Oh, was versteckst du hinter deinem Rücken? Nicht, dass dir das Ding aus der Hand gleitet. Ich möchte dich kurz dir das Nasenbein richten. Einfach nur, du hast doch sowieso gesagt... Halt die Klappe! Stefanie, du bist einfach... du gehst auch gar nicht auf meine Sachen ein. Oh, das ist Colani-Design, ne? Sieht billig aus, ist so Vintage. So ein bisschen so. Ja, Retro kommt ja ganz groß. Retro ist immer im Kommen, ne? Irgendwo auf einer Art. Ja, ja. Ja. Ich musste lachen. Und vor allem müssen wir uns ja auch immer am Ende beleidigen, ne? Ja. Michael, ja, aber, ich finde dich doof. Ja, aber Not und Elend schweißt zusammen. Ja. Wir können auch mal lieb sein. Ja. Oder? Also pass auf, wir lehnen uns lässig zurück. Ja. Und sagen nichts mehr. Und gucken, was passiert. Das ist mein Plan. Vielleicht werden wir entdeckt. Das ist nie... Sie gucken ganz richtig. Ja, wir sind es. Wir sind es. Wir ja. sind... Yes. When I wake up in the morning sun and all the dreaming is done and I turn to the right and then I just can't believe my eyes. And there's a lady lying next to me, but how can that be? What happened last night? I truly cannot memorize. Ain't got no alibis, no, no. But when I think it over, I don't care. And now that she's there, I'm deciding that I could as well give her another try.